Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Wahl des Militär des Jahres 2022. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir ehren heute besondere Leistungen, und zwar in den Kategorien Rekrut des Jahres, Zivilbediensteter des Jahres, Einheit des Jahres und Soldat oder Soldatin des Jahres. Weiters werden wir 5 Special Awards vergeben. In dieser Folge verraten wir Ihnen, wer die Empfänger der Special Awards sind. Im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine werden vom österreichischen Bundesheer Experten für Medienanfragen zur Verfügung gestellt. Ein Angebot, das sofort äußerst großen Zuspruch findet. Das zeigt sich in unzähligen Einsätzen in der Medienwelt, einer großen Anzahl von Beiträgen in den sozialen Medien und bei Vorträgen und Diskussionen. Die ausschließlich positiv wahrgenommene Präsenz dieser Experten hat zu einem außergewöhnlichen Imagegewinn für das österreichische Bundesheer beigetragen. Stehen zu haben, voll einsatzbereit. Es freut uns ganz besonders, dass wir ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz für die Laudatio gewinnen konnten. Er ist der Experte, wenn es um die aktuelle Berichterstattung aus Krisen- und Konfliktgebieten geht. Christian Wehrschütz, geboren am 9. Oktober 1961 in Graz. In den 80er Jahren beginnt er seine journalistischen Tätigkeiten bei diversen Tageszeitungen und Monatszeitschriften. Gemessen an meiner Größe von 1,75 Meter kann man davon ausgehen. 1991 verschlägt es ihn schließlich zum ORF, wo er ein Jahr beim Teletext und dann 7 Jahre beim aktuellen Dienst im Radio arbeitet. Polster hinein, weil die können auch Einschläge dämpfen. Seine Korrespondentenkarriere startet 1999, als er als Balkanexperte nach Belgrad entsendet wird. Der Erfolg seiner Arbeit beruht unter anderem auf der Tatsache, dass Wehrschütz 8 Fremdsprachen beherrscht: Englisch, Französisch, Serbisch, Slowenisch, Mazedonisch, Albanisch, Russisch und Ukrainisch, was ihn seit Februar 2022 als Kriegskorrespondent für den ORF unentbehrlich macht. Man hört ja immer wieder diesen Geschützdonner, den man nur hört, wenn das Feuer, na, Sie hören es selbst, von hier weggeschossen wird. Und in Kiew darf ich ihn jetzt begrüßen. Guten Tag, Herr Wehrschütz. Guten Tag, Frau Kaiser, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Im Rahmen meiner Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine habe ich immer wieder auch Offiziere des österreichischen Bundesheeres interviewt und um ihre militärische Lageeinschätzung gebeten. Einmal dachte ich mir, warum immer die Österreicher? Ich nehme einmal einen hochrangigen ehemaligen Offizier eines benachbarten Landes als Partner für ein Interview, für eine Lagebeurteilung. Als ich ihn angerufen habe, sagte er zu mir, ja, an sich bin ich sehr gerne bereit, Ihnen ein Interview zu geben, aber bitte schicken Sie mir doch vorher einige Analysen der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres. Die sind so gut und da kann ich mich dann gut auf dieses Interview vorbereiten. Ich habe gesagt, wenn ich tätige Analysen finde, werde ich sie ihm zuschicken. Ich habe sie natürlich unter Anführungszeichen nie gefunden und natürlich auch auf das Interview verzichtet. Denn warum soll man zum Schmiedel gehen, wenn man den Schmied haben kann? Und dieser Schmied besteht eben aus hochrangigen Offizieren des österreichischen Bundesheeres, die sehr gute Analysearbeit bereits vor Beginn des Krieges in der Ukraine geleistet haben. Daher ist es für mich nun eine besondere Freude, im Rahmen der Würdigung des Militärs des Jahres 5 Offizieren eine Sonderauszeichnung zu verleihen, die über die Kategorien hinausgeht, die hier gewöhnlicherweise verliehen werden. Diese Kategorien und diese Auszeichnungen hängen zusammen mit der Medienarbeit dieser 5 Offiziere, die sie durch das österreichische Bundesheer den Medien zur Verfügung gestellt geleistet haben. Es sind dies Generalmajor Günther Bruno Hofbauer, Brigadier Philipp Eder, die Obersten des Generalstabes Markus Reisner, Berthold Sandner und Bernhard Gruber.
Sie sind und waren Experten für Medienfragen, für Journalisten und sind so im Inland, aber auch im Ausland einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Denken Sie nur etwa an die vielen Aufrufe von YouTube-Videos, die das österreichische Bundesheer zum Krieg in der Ukraine gestaltet hat, auch in englischer Sprache, die gezeigt haben, wie gut unsere Ausbildung ist, auch wenn sie nicht immer mit den materiellen Erfordernissen des Bundesheeres Schritt halten kann. Diese fünf Offiziere haben durch ihren Einsatz, der oft rund um die Uhr war und der auch damit verbunden ist, dass man immer wieder massive Analysen anstellt, Videos durchforst, Quellen anschaut in russisch und ukrainischer Sprache, aber auch in anderen Sprachen, einen ausgesprochen großen Einsatz geleistet. Sie haben aber auch etwas ganz Besonderes bewirkt, nämlich sie haben das Image und das Bild des Bundesheeres und der Journalisten und noch viel wichtiger in der österreichischen Bevölkerung massiv verbessert und massiv gehoben. Es ist denn doch wichtig, ein derartiges Bundesheer und derart ausgebildete Offiziere zu haben, denn ihre Aufgabe besteht nicht nur in der Information der Öffentlichkeit über das Kriegsgeschehen in der Ukraine, sondern auch in der Beratung der politischen Führung. Das Bundesheer wird seit diesen Tagen und durch diese Offiziere seither von vielen mit anderen Augen betrachtet. Und das ist ein Umstand, der die Auszeichnung dieser Offiziere mit diesem besonderen Bereich, mit diesem besonderen Preis noch viel, viel stärker rechtfertigt. Ich freue mich und wünsche meinen Kameraden alles, alles Gute. Danke, Christian Werschütz, für Ihre Ausführungen und liebe Grüße zu Ihnen in die Ukraine. Ja, ich freue mich jetzt für die Übergabe der Special Awards, eine ganz besondere Frau begrüßen zu dürfen, Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Herzlich willkommen, Frau Minister. Vielen Dank, grüß Gott. Ich freue mich wirklich sehr, heute die Besten der Besten unserer Offiziere auszeichnen zu dürfen, die seit dem 24. Februar versuchen, den Österreicherinnen und Österreichern und darüber hinaus das Unvorstellbare zu erklären. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen von Ihnen. Ja, ich darf nun die Empfänger des Special Awards begrüßen. Generalmajor Günther Bruno Hofbauer, Gratulation. Alles Gute, herzliche Gratulation. Brigadier Philipp Eder, herzliche Gratulation zum Special Award. Herr Brigadier, herzliche Gratulation. Vielen Dank. Oberst des Generalstabsdienstes Bernhard Gruber, herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation. Special Award-Gewinner Oberst des Generalstabsdienstes Markus Reisner. Herzliche Gratulation. Und last but not least Oberst des Generalstabsdienstes Berthold Sandner. Herr Oberst, herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation den ausgezeichneten Offizieren und einen herzlichen Dank, Frau Bundesministerin, für die Übergabe des Awards. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, wenn wir Ihnen verraten, wer die Auszeichnung Soldat und Soldatin des Jahres erhält. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.